بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alle Lob gebührt Allah, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums, und Friede und Segen seien mit seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Erstmal, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit mit euch allen sein, und herzlich willkommen an alle Nichtmuslime zu diesem Statement. Ich habe das heute Mittag schon angekündigt, dass ich inshallah ein Statement zu dem heutigen Anschlag machen werde. Und ich möchte vorab erstmal eine sehr, sehr wichtige Sache betonen, beziehungsweise etwas, was mir als sehr, sehr wichtig erscheint. Ich kann mich erinnern, als ich im Jahre 2001, 2002 des Öfteren in eine Moschee gegangen bin, wo ausnahmsweise auch die Khutba auf Deutsch übersetzt wurde, was es zur damaligen Zeit sehr, sehr selten gab. Und Alhamdulillah, das hat sich geändert. Und der Prediger, der war sehr motiviert, hat zumindest den Eindruck gemacht und hatte den Eindruck gemacht, dass er eine sehr, sehr gute Absicht hatte. Aber sehr, sehr häufig glich die Predigt etwas einer Nachrichtensendung. Ja, und die Amerikaner und das ist passiert und eine Bombe ist geworfen worden und sie hat die Zivilisten getroffen und Menschen sind gestorben und das und in Palästina und sehr, sehr häufig. Und er hatte sicherlich eine gute Absicht gehabt. Aber ich saß immer dort und ich habe mir gesagt, ja, okay, was jetzt? Was müssen wir jetzt tun? Was ist jetzt unsere Handlung? Reden wir jetzt einfach nur darüber, um uns selber zu bemitleiden, wie schlecht es uns geht? Reden wir darüber, um zu jammern? Oder was ist jetzt der Sinn und Zweck? Weil wenn ich über etwas Negatives spreche oder über ein negatives Ereignis rede, und habe dann keine Lösungsvorschläge oder irgendetwas, sondern rede einfach darüber, was ist dann der Sinn? Ist das einfach nur ein Kaffeeklatsch? Wie von alten Leuten im Altersheim, die sich den ganzen Tag über ihre Krankheit unterhalten, mir geht es so schlecht. Die wollen einfach jemanden, der ihnen zuhört. Ja, die wollen einfach jemanden, der ihnen zuhört, damit sie ihr Leid mit anderen teilen können. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Oder was ist der Sinn dahinter? Und hier möchte ich ganz klar sagen, bei mir gibt es so etwas nicht. Das heißt, ich rede niemals, inshallah, über negative Ereignisse, einfach nur um zu lamentieren und einfach nur um zu sagen, guck mal, wie schlecht es uns geht, wir sind immer die Opfer, wir sind immer die... Nein, nein, nein. Sondern ich will darüber reden, um eine Lösung zu finden. Und wenn ich keine Lösung finden kann, dann möchte ich zumindest etwas verbessern. Denn das ist ganz klar und das ist auch das Ziel im Islam. Das Gute zu bringen oder es zu vermehren und das Schlechte zu verhindern oder es zu verringern. Deswegen sind alle Regeln im Islam gekommen. Hört, merkt euch das. Alle Regeln im Islam sind gekommen, um das Gute zu bringen oder zu vermehren und das Schlechte abzuwehren oder zu verringern. Das heißt, selbst wenn wir solche Taten nicht verhindern können, müssen wir schauen, wie wir so etwas verringern können. Und wie gesagt, deswegen, es geht immer um Lösungen. Und eine Lösung hat etwas mit Erfolg zu tun. Und ich habe das heute schon mal erwähnt. Und ich hoffe, dass ihr euch diese Aussage merkt und davon profitiert, inshallah. Erfolg ist das Ergebnis von richtiger Urteilsfindung. Und richtige Urteilsfindung ist das Ergebnis von Erfahrung. Und Erfahrung ist meistens das Ergebnis von falscher Urteilsfindung. Das heißt, es ist oft so, dass man einen Fehler gemacht hat, dadurch Erfahrung gewinnt. Durch die Erfahrung
dazu gelangt, ein richtiges Urteil zu finden und durch die richtige Urteilsfindung zum Erfolg kommt. Und das ist leider etwas, was sehr, sehr stark in der islamischen Umma unter uns Muslimen abhanden gekommen ist. Richtige Urteilsfindung. Es wird gar nicht nach einem Urteil oder einer Lösung gesucht. Das ist das erste Problem. Und wenn, dann wird oft ungerecht mit Dingen umgegangen. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich heute zum Beispiel wieder alles so gelesen habe. Ja? Da ist ein Anschlag passiert und dann hört man, und wir müssen immer gerecht sein, liebe Geschwister. Das ist ganz, ganz wichtig. Allah, der Allmächtige Gott, wird uns keinen Erfolg geben, wenn wir ungerecht sind. Allah wird uns keinen Erfolg geben, wenn wir ungerecht sind. Wenn wir ungerecht sind, wird er uns keinen Erfolg geben. Denn der Koran ist herabgesandt worden für Gerechtigkeit. Allah sagt in Sure 57, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعُمُ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Wir haben unsere Gesandten schon geschickt mit den Verdeutlichungen und haben mit ihnen und der Rechtleitung und haben mit ihnen das Buch und die Waage herabgesandt, damit die Menschen mit Gerechtigkeit walten. Das ist der Sinn, warum die Propheten gekommen sind. Das ist der Sinn, warum die Bücher herabgesandt worden sind. Eine Aussage, die ich heute zum Beispiel gehört habe, ist, ja, die sind alle so. Die sind alle so. Das ist eine ungerechte Aussage, stimmt nicht. Stimmt nicht nach dem Koran, stimmt nicht laut Sunna, stimmt nicht nach der Logik, es ist nicht so. Die meisten Menschen hier in Deutschland verurteilen das. Es gibt 10.000 Vollidioten in Deutschland, Islamhasser, die sich rasant vermehren, die diesen Anschlag am Feiern sind. Und darüber rede ich auch gleich, inshallah. Darauf werde ich gleich eingehen. Die das feiern, die das gut finden. Aber die haben eine laute Stimme, weil das kleine Lichter sind. Die können das Maul nicht aufmachen. Dieser Vollpfosten von heute hat sich bestimmt noch nie getraut, jemandem ins Gesicht seine Meinung zu sagen. Aber dann hat er ein geheimes Manifest geschrieben und kam sich cool vor, Leute abzuballern. Aber das sind Leute, die im echten Leben nichts wert sind. Ja, wir haben es hier andauernd. Andauernd haben wir es hier. Andauernd haben wir es hier mit Leuten zu tun auf dieser Seite, die das Maul groß aufreißen. Wenn ich dich mal sehe. Normalerweise, ich bin jeden Tag auf der Straße. Ich müsste normalerweise jeden Tag 65 Mal überfallen werden. Aber diese Leute haben nur ein großes Maul im Internet. Und manche von diesen Bekloppten, die rasten irgendwann mal aus. Und dann trauen sie sich, unbewaffnete Menschen platt zu schießen. Und jetzt kommt wieder, ja, was ist mit den Muslimen, die diese Taten machen? Die haben wir schon lange verurteilt. Die haben als Amokläufer verurteilt. Wir haben über Dutzende, wenn du es noch nicht mitbekommen hast, ja, Islamhasser, falls du gerade zuhörst, tust uns leid. Gib mal ein Pierre Vogel Terrorismus bei YouTube, dann findest du genug Videos. Und inshallah wird dein Admin auch in die Kommentarspalte genügend Videos für diesen Vorwurf rein posten. So, das ist eine ganz klare Angelegenheit. Eine ganz, ganz klare Angelegenheit, darüber haben wir tausendmal geredet. Wir sagen, dass es verboten ist, unschuldige Menschen zu töten. Und mit unschuldigen Menschen, ja, weil das wird dann wieder uminterpretiert. Wie gesagt, schaut euch einfach die Videos an, wie steht der Islam zum Terrorismus. Der Islam verdammt Terrorismus, Krieg und Frieden im Islam. Ich habe breit und deutlich darüber gesprochen, aber man will es sowieso nicht hören. Wer es hören will, schau es dir an und bilde dir deine eigene Meinung. Und dann wird er sagen, das ist das, was er öffentlich predigt. Was predige ich denn im Geheimen? Meine Dawa ist nur öffentlich. Wir haben nur das Internet, wir haben gar nichts anderes. Das heißt, wenn ich doch will, dass die Leute Terroristen sind, warum erzähle ich ihnen dann was anderes? Ich würde mich doch unglaubwürdig machen, wenn ich, dann würde ich eventuell gar nichts dazu sagen, aber dann würde ich mich doch unglaubwürdig machen, wenn ich etwas predige und dann sieht er mich und dann sage ich, ey, hör mal, ich habe gelogen, ich meine das eigentlich anders. Ich würde denken, was ist das für ein Lügner? Der erzählt hier das und das, macht mich so unglaubwürdig mit. Aber okay. Um darauf zurückzukommen, hört man diesen alle so. Nochmal. Die meisten Menschen sehen es anders. Die meisten Menschen sind gegen solche Taten. Gibt es Leute, die das heuchlerisch verurteilen? Mit Sicherheit.
Aber wisst ihr, was das Krasse ist? Subhanallah, heute habe ich eine Frau getroffen, ganz zufälligerweise, mit zufälligerweise meine ich habe das nicht geplant. Ja? Allah hat das geplant. Heute an diesem Tag, die ist eine Diskriminierungsbeauftragte in einer Bildungseinrichtung. Eine Diskriminierungsbeauftragte. Und die hat darüber gesprochen mit mir, wie Muslime in dieser Bildungseinrichtung diskriminiert werden und sie sich darum kümmert und auch mit bestimmten Lehrkräften über diese Dinge gesprochen hat, die denen ihre Meinung geändert, deren Meinung geändert hat. Das heißt, solche Leute gibt es hier ohne Ende. Das heißt, wir dürfen nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, weil irgendein Vollpfosten in Neuseeland Leute über den Haufen schießt, dann sind wir ungerecht. Und dann wird Allah uns kein Baraka geben. Wir dürfen nicht alle Leute über einen Kamm scheren, weil es in Deutschland 10.000 Vollpfosten gibt, vielleicht auch mehr, die sich trauen, im Internet ihre kruden Ansichten zu verbreiten. Und die im echten Leben nichts zählen. Nichts. Die sich noch nicht mal da trauen, öffentlich alleine Pieps zu machen. Trauen sich nicht mal Pieps zu machen. Wie gesagt, ich habe eben euch schon das Beispiel dazu gebracht. So. Dann kommen andere wieder damit. Ja, das sind alles die Zionisten schuld. Erstmal, ich will die Zionisten nicht in Schutz nehmen. Und ich will auch nicht verleugnen, dass es eventuell einen Einfluss gibt. Aber inwieweit hilft uns das weiter? Diese Aussagen, inwieweit bringen die für uns eine Lösung? Ja, man kommt immer mit irgendwas, die Illuminaten, die Zionisten, die Freimaurer, die dieses. Inwieweit ist das ein rationaler Weg, um für uns eine Lösung zu finden? Es tut mir leid, ich kann das nicht erkennen. Vielleicht könnt ihr es erkennen, vielleicht könnt ihr es mir klar machen. Ich bin nicht Allwissend. Allwissend ist nur Allah. Ich bin ein beschränkter Mensch, wie jeder andere Mensch auch. Und ich kann vielleicht das eine verstehen, das andere nicht. Aber ich sehe daran immer nur ein Resignieren. Ja, da ist das und das passiert. Die Zionisten, die Freimaurer, die Illuminaten, ein großer verborgener Feind, gegen den wir sowieso nichts machen können. Wir sind hilflos. Das ist das, was ich immer erkenne. Weil das ist genauso wie in dieser Freitagspredigt, die wie bei Al Jazeera ist, wo einfach irgendwas erzählt wird. Der ist schuld, der ist schuld. Lass uns doch diejenigen Schuld sprechen, die offensichtlich schuld daran sind. Die offensichtlich schuld daran sind. Lass uns die doch dafür verantwortlich machen. Das ist das, was wir tun müssen. Dann kommen Leute im Internet und sagen, ja, im Koran steht doch, tötet die Ungläubigen. Ich könnte jetzt die ganzen Verse aufzählen, da würde ich wieder einen Vortrag machen, den ich schon tausendmal gemacht habe. Ich gehe auf diese Verse ein in dem Vortrag Krieg und Frieden im Islam. Schaut ihn euch an, um selber Argumente zu haben. Schaut euch den Vortrag an, Argumente gegen die Terrorbefürworter oder Widerlegung der Terrorbefürworter. Da habe ich über diese Sachen gesprochen, über diese Verse gesprochen, über den Kontext gesprochen. Das ist das, was ich hier erwähnen will, liebe Geschwister. Denn wir müssen wissen, wir haben es mit drei verschiedenen Arten von Leuten zu tun. Wir haben es mit Leuten zu tun, die voller Hass sind, die nichts hören wollen, nichts sehen wollen. Und wir haben es mit Leuten zu tun, die tolerant sind. Und wir haben es mit Leuten zu tun, die beeinflusst wurden oder offen sind für Beeinflussung. Es gibt Leute, die kannst du vergessen. Die sind wie Abu Lahab, die sind wie Abu Jahl. Ja? Wir wissen nicht, wer sie sind, deswegen können wir es auch mit denen versuchen. In den meisten Fällen ist es zwecklos. Wir haben es schon tausendmal versucht. Aber dort gibt es den Einzelnen, dem, wenn man ihn aufklärt, der seine Meinung ändert. Und für den lohnt es sich, dieses Opfer zu bringen, dass wir selber unsere Religion lernen, um selber unsere Religion zu verteidigen. Und hier haben wir es tatsächlich immer mit zwei Extremen zu tun. Wir haben es einmal mit dem Extrem zu tun, die sind alle so. Und wir haben es einmal mit dem Extrem. Und übrigens, weil ich gesagt habe, das ist laut Koran falsch, das ist laut Sunna falsch und das ist laut Logik falsch, laut Erfahrung falsch. Die Erfahrung zeigt uns das, wie viele es verurteilen, wie zum Beispiel die Frau, die ich heute getroffen habe. Die Erfahrung, wir sehen es auf der Straße. Und dann
Im Koran sagt Allah, in Sure 60, er sagt, La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah hat euch nicht verboten, diejenigen, die euch nicht wegen eurem Glauben bekämpft haben und euch nicht aus euren Häusern vertrieben haben, mit ihnen in Güte umzugehen und gerecht zu ihnen sein. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. Warum nennt Allah hier, wahrlich, Allah liebt die Gerechten in diesem Zusammenhang? Wir müssen gerecht sein. Nicht jeden über einen Kamm scheren. So. Das ist wichtig für uns, denn wenn wir ungerecht sind, wie ich schon gesagt habe, und ich wiederhole es noch tausendmal, damit es sitzt, werden wir kein Baraka von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. So, jetzt. Jetzt kommen wir zu der Frage, warum gibt es diesen Hass? Es kommen dann einige und sagen, ja, es sind alles die Terroristen schuld, das ist alles ISIS schuld, das ist alles der und der schuld. Erstmal, ISIS brauchen wir nicht in Schutz zu nehmen. Es ist eine Vereinigung von Vollpfosten, ja, von Vollidioten, deswegen nennen wir sie auch idiotischer Staat. Aber es ist eine falsche Herangehensweise, denn der Islamhass ist nicht erst heute entstanden. Oder ist er nicht erst 2014 entstanden, als der IS richtig aufgetreten ist. Ich gebe euch mal hier ein paar Beispiele und ich habe noch viel mehr Beispiele dafür. Hier 2005. Irak, Gotteskrieger kämpfen um die Macht. Die Schiiten. Hier, 2005. Dann, 2005. Das Prinzip Kopftuch, Muslime in Deutschland. Lange bevor der Begriff Salafisten überhaupt, der Begriff Salafisten kam es erstmal 2007 vor. Hier, 2004. Wenn du mir den Tod befiehlst. Al-Qaida-Basis Deutschland. 2001. Weltmacht Islam, Rasterfahndung in Deutschland. Und es hat schon weit davor angefangen, mit der iranischen Revolution schon, 1979, mit Anschlägen in Ägypten, in den 90er Jahren, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und das sind nicht meine Worte. Das sind nicht meine Worte. Ja? So, woher kommt dieser Hass? Wir müssen erstmal wissen, Allah hat es so bestimmt, dass diese Religion immer Feinde haben wird. Es gibt Leute, die von die Wahrheit hassen. Allah sagt im Koran, in Sure, das müsste Sure 43, Vers 78 sein. Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْتِ عَلَيْنَا رَبُّكُ. Und sie rufen, O Malik, dein Herr, der soll uns vernichten. Das heißt, die Leute in der Hölle rufen Malik, das ist der Hüterengel der Hölle, dein Herr soll uns vernichten. Er sagt, ihr werdet bleiben. Wir sind zu euch schon mit der Wahrheit gekommen, aber die meisten von euch hassen die Wahrheit. Die meisten von euch hassen die Wahrheit. Das heißt, die Eigenschaft von den meisten, die in der Hölle sind, ist, dass sie die Wahrheit hassen. Das heißt, der Islam wird nicht von allen bekämpft, weil er falsch dargestellt worden ist, sondern gerade weil sie den Islam kennen. Und das sieht man vor allen Dingen bei den professionellen Islamhassern. Sie kennen den Islam, sie hassen den Islam. Ja, sie interpretieren sich viele Sachen um, aber weil sie die Wahrheit hassen. Weil es wird immer erzählt, wenn sie den Islam richtig kennen würden, würden sie nicht bekämpfen. Ach so. Heißt das, der Prophet Muhammad a.s. hat die Religion falsch beigebracht, deswegen wurde er bekämpft? Heißt das, Musa a.s. hat die Religion falsch beigebracht, deswegen wurde er bekämpft? فَلَمَّ جَعَوْا بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ. Als er mit seiner Wahrheit, also Musa, mit der Wahrheit von uns zu ihm kam, zu Pharaon und seinen Leuten, sagten sie, tötet die männlichen Kinder von denen, die mit ihm glauben. Und lasst die Frauen für euch am Leben. Sure 40, Vers 25. Ibrahim a.s. Was haben sie mit ihm gemacht? Sure 29, haben ihn ins Feuer geworfen. Allah sagt in einer der ersten Suren, die offenbart wurde. Sure 85, Buruj. Da sagt er, وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ja? Tausende Gläubige wurden verbrannt. Was war der Grund, warum sie verbrannt wurden? Allah sagt, sie haben nichts an ihnen gehasst, außer dass sie an Allah
den Lobenswerten, den Allmächtigen geglaubt haben. Das ist das, was dort steht. Diese Leute gibt es, die können wir nicht verleugnen. Genauso wie wir nicht verleugnen können, dass es Leute gibt, die neutral sind, dass es Leute gibt, die tolerant sind, dass es Leute gibt, die in Frieden leben wollen. All das können wir nach Koran nicht verleugnen. Und nach Sunna können wir das auch nicht verleugnen. Al-Mutib ibn Adi, Abu Talib, das waren Leute, die den Islam nicht angenommen haben, die dem Propheten, a.s.w., Frieden und Segen mit ihm, aber geholfen haben. Das ist die Einstellung, die wir erstmal haben. So, das heißt, es gibt Leute, die haben diesen Hass. Und es gibt Leute, und diese Leute schüren meistens den Hass und fangen an, Leute mit falschen Informationen zu beeinflussen. Wie können wir diese Menschen erreichen? Weil das ist unsere Zielgruppe. Was haben wir eben gesagt? Das Ziel muss sein, das Gute zu bringen oder es zu vermehren und das Schlechte abzuwehren und wenn wir es nicht abwehren können, zu verringern. Und wir wollen die Menschen für diese schöne Religion auch gewinnen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe von jedem Muslim, über den Islam auf richtige Art und Weise aufzuklären. Ich betone, auf richtige Art und Weise. Das heißt, wenn du etwas nicht weißt über diese Religion, dann halt den Mund. Es gibt so viele Leute, die keinen Plan von der Religion haben, die keine drei Suren von der Religion auswendig können und versuchen, irgendetwas zu erzählen, wovon sie keine Ahnung haben. Islam ist Islam. Und diese Leute fangen dann meistens an und wollen den Islam schönreden, im Sinne von verfälschen. Der sieht beispielsweise, da kommt der Hinsen Kunz und dem gefällt ein bestimmtes Detail am Islam nicht. Und dann fängt er an, ja, nee, das war früher so, früher gab es keine Kühlschränke, deswegen Schweinefleisch. Und fängt an, die Religion zu verdrehen. Wir haben die Aufgabe, die Botschaft zu überbringen und nicht die Botschaft zu verfälschen. Derjenige, der wir sind Boten, Gesandte des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Wir haben diese Botschaft, die rein ist. Wir haben nicht das Recht, etwas an der Botschaft zu verändern. Wir sind wie Briefträger. Weisheit ist es, Allah sagt im Koran, Utu ila sabili rabbika bil hikma, rufe zum Weg Allahs mit Weisheit. Mit Weisheit. Was heißt mit Weisheit? Heißt mit Weisheit, dass ich die Botschaft verfälsche? Mit Weisheit, sagt Imam Tabari, bedeutet zu Koran und Sunna. Wenn ein Briefbote zu dir kommt, der klingelt an der Tür. Der kommt gerade auf dich zu, der klettert nicht hinten über den Zaun oder über den Balkon in deine Bude rein. Und der steckt doch nicht die Scheibe ein. Sondern er klingelt an der Tür. Der kommt gerade auf dich zu. Ehrlich auf dich zu. Oder der schmeißt in den Briefkasten rein, der schmeißt den Brief rein, wo er hingehört. So. Aber er hat nicht das Recht, den Brief zu verändern, den Inhalt des Briefes zu verändern. Allah sagt im Koran: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Wessen Wort ist besser? Das ist in Sura 41. Wessen Wort ist besser als der zu Allah ruft und Gutes tut und sagt: Wahrlich, ich gehöre zu den Muslimin, zu den Gottergebenen. Das heißt, hier müssen wir ansetzen. Wir müssen versuchen, die Menschen zu erreichen, die beeinflusst werden können von dieser Dreckspropaganda. Und wir müssen noch zusätzlich dazu versuchen, diese Propaganda zu stoppen. Und dafür gibt es rechtliche Mittel in Deutschland. Aber wer macht schon damit? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja? Damit ihr seht, was hier in Deutschland passiert. Ich lese euch heute mal was. PI News hat extra nichts darüber gepostet, über diese Sache. Ja? Es ist eine Seite, wir haben das schon mehrmals illustriert in Vorträgen, was dort ist. Ja, man macht dort einen Artikel und dann wird darunter schön gehetzt. Ja. Aber das gehört ja nicht dazu. Ne? Das ist ja einfach so, da können die gar nichts für. Ich gebe euch jetzt mal Prachtstücke, wo hier gehetzt wird, was hier erzählt wird. Hier geht es um einen Bericht über die AfD. Ja? Und jetzt gucken wir, was hier steht. In Deutschland hätte kaum ein Politiker genügend Rückgrat, um die Wahrheit zu sagen. Senator Fraser Anning hat nach Berichten über mehrere Schießereien in zwei Moscheen in Neuseeland zu einem früheren Zeitpunkt scharfer Verurteilung geantwortet. So.
Ich bin absolut gegen jede Form von Gewalt in unserer Gemeinschaft, verurteile die Handlung des Schützen völlig. Diese Art von gewalttätiger Wachsamkeit kann zwar niemals gerechtfertigt werden, aber sie unterstreicht die wachsende Angst in unserer Gemeinschaft, sowohl in Australien als auch in Neuseeland, vor der zunehmenden Präsenz von Muslimen. Linke Politiker und die Medien werden immer behaupten, dass die Ursache für das Schießen des Tages auf Waffengesetzen oder auf nationalistischen Ansichten beruht, aber das alles klischeehafter Unsinn. Achso, worauf beruht es denn? Der eigentliche Grund für das Blutvergießen auf neuseeländischen Straßen ist heute das Einwanderungsprogramm. Das steht hier. Das heißt, der eigentliche Grund, das ist der Recht. Also ich rechtfertige das zwar nicht, dass der die Leute abgeknallt hat, ich rechtfertige das doch. Durch das muslimische Fanatiker überhaupt nach Neuseeland auswandern konnten. Also das heißt ja, selber schuld. Denn wie konnten die überhaupt da auswandern? Also muss man ja Verständnis haben für den, der die ab... Ich verurteile das aber. Machen wir uns klar. Wer Muslime heute die Opfer waren, sind sie normalerweise die Täter. Ach, das ist pure Volksverhetzung. Aber sowas wird in Deutschland von Merkel und Co. seit Jahren, seit fast 15 Jahren geduldet. Das heißt, das ist alles Heuchelei. Dieses, wir sind mit den Opfern. Wir stehen mit dem Opfer. Hier wird seit 5, die kennen diese Seite. Hier. Und ich wusste, dass ich da wieder sowas finde. Weltweit töten Moslems Menschen im Namen ihres Glaubens im industriellen Maßstab. Ach so. Was haben die Menschen in Neuseeland damit zu tun? Das ist pure Hetze. Hier. Die gesamte Religion des Islam ist einfach die gewalttätige Ideologie eines Despoten aus dem 6. Jahrhundert. Volksverhetzung. Der als religiöser Führer verkleidet. Dies rechtfertigt einen endlosen Krieg gegen jeden, der sich dagegen wehrt und fordert die Ermordung von ungläubigen Abtrünnigen. Lüge. Die Wahrheit ist, dass der Islam nicht wie jeder andere Glaube ist. Es ist religiöser Äquivalent des Faschismus. Und da stehen noch andere Sachen, die ich jetzt gar nicht unbedingt... Das ist nur ein Appetithäppchen für die Leute. Das wird in Deutschland geduldet. Das ist pure Hetze. Pure Volksverhetzung gegen Muslime. Und da stehen noch andere Sachen. Wir haben das schon mal illustriert. Und als wir angefangen haben, diese Seiten zu kritisieren, in dem Moment und versucht haben, die Muslime zu mobilisieren gegen diese Hetze, in diesem Moment wurden wir als die Salafisten abgestempelt und es wurde versucht, uns zu trennen und die Muslime zu spalten, damit wir nicht die Muslime mobilisieren, um gegen die Hetze, gegen die Muslime zu agieren. Mit rechtlichen, legalen Mitteln. So, deswegen, was wir machen müssen ist, wir müssen Schluss machen mit der Jammerei und wir müssen versuchen, die Religion richtig darzustellen und gegen diese Hetze im Internet vorgehen. Ich höre immer die Medien. Leute, ich habe einen Vortrag darüber gemacht, die Propagandamethoden von Adolf Hitler. Ich bitte euch, das anzuschauen, weil ich könnte jetzt so lange hier sprechen. In diesem Vortrag rede ich da über direkte und indirekte Hetze. Die direkte heutzutage geht es nicht nur um Fernsehen oder was auch immer. Heutzutage findet die Hetze im Internet statt. Das ist die direkte Hetze, die stattfindet. Und dagegen muss vorgegangen werden. Dagegen muss etwas getan werden. Damals, als Marwa Shabini getötet wurde, und wir angefangen haben, dagegen vorzugehen, hatten wir die Möglichkeit, diese Sache zu stoppen. Und damit das Schlechte gegen die Muslime abzuwehren. Jetzt haben wir wieder eine Möglichkeit. Man kann etwas tun. Man kann Kundgebungen machen. Man kann gemeinsam als Muslime zusammenhalten und dagegen vorgehen. Aber einfach nur jammern. Ja, was ist uns passiert? Und wir sind immer die Opfer. Nee, wir sind nicht immer die Opfer. Wir sind leider auch oft die Täter als Muslime. Jetzt könnte jemand sagen, die sind keine Muslime, die schreiben sich aber dem Islam zu. Und es gibt wirklich Leute, die sich dem Islam zuschreiben und solche Taten begehen. Und ich habe schon viele kennengelernt. Viele natürlich nicht relativ gesehen, sondern absolut gesehen. Weil relativ gesehen sind sie sehr wenige, ja, unter den Muslimen. Ich habe schon viele gesehen, die Anschläge wie den 11. September... Anschläge wie den Anschlag in Berlin, okay, darüber wurde jetzt nicht gesprochen mit mir, aber solche Art von Anschlägen als richtig ansehen.
Und dagegen muss auch vorgegangen werden, weil solche Anschläge Ungerechtigkeit sind. Und Ungerechtigkeit dazu führt, dass wir kein Baraka bekommen, kein Segen von Allah bekommen. Wenn wir keinen Segen von Allah bekommen, sind wir verloren. Deswegen, liebe Geschwister, lernt eure Religion, macht Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch hilft, diese Religion zu verteidigen. Und möge Allah uns dazu führen, zusammenzuhalten. Allah sagt, وَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Haltet gemeinsam am Seil Allahs fest und spaltet euch nicht. Hier, bei diesem Anschlag, ging es nicht um Salafisten, ging es nicht um Pierre Vogel, ging es nicht um Schiiten, ging es nicht um irgendwas. Hier ging es um Muslime. Bei der Hetze im Internet geht es um Muslime. Hier beispielsweise auf PE News haben sie beispielsweise die Vergewaltigung von einem Asozialen und den Mord an einem Mädchen von einem asozialen Iraker haben sie mit dem Islam in Verbindung gebracht. Es hat mit dem Islam nichts zu tun. Dieser Typ ist ein Verbrecher, genauso wie die Katholiken, die Kinder vergewaltigen, Verbrecher sind. Genauso wie diejenigen, die irgendwelche Kinderschänder sind und Mädchen klauen und verbuddeln und töten, Verbrecher sind. Und das hat nichts mit der Religion zu tun. Wenn irgendwelche Besoffenen durch die Straßen in Köln ziehen und Frauen begrapschen, hat das nichts mit dem Islam zu tun. Dann hätten die was mit dem Islam zu tun, dann würden sie nicht besoffen Silvester rumlaufen. Denn besoffen rumzulaufen, ist nicht islamisch. Das heißt, wir müssen an der Religion festhalten, wir müssen zusammenhalten. Hier geht es um Islam. Lasst uns gemeinsam zusammenhalten. Und wie gesagt, wenn ich irgendwas tun kann, Kundgebung etc., könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Inshallah, nur eine Kundgebung bringt nur was, wenn tausende Menschen kommen. Ansonsten sagen die Medien danach, ja, okay, interessiert sowieso keiner für die Muslime, interessiert das nicht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.